Hallo, herzlich willkommen auf Marius' Channel. Heute machen wir einen ganz leckeren Schokoladekuchen. Da könnt ihr auch mal schauen bei Tammy Mary. Die hat den auch gemacht. Das Rezept habe ich von ihr. Dazu kommen 4 Eier. Dann kommt unser Butter hinzu. Das genaue Rezept stelle ich euch wie immer in die Infobox. Dazu 2 Teelöffel Backpulver. Dann kommt unser Zucker hinzu. Und natürlich unser Mehl. So, das ist schon alles. Das tun wir zu einem Teig verarbeiten. So, ich benutze jetzt doch mal nochmal einen anderen Rührhake. Und schon geht's weiter. Ah, der ist viel besser. Das ist der richtige Hake dafür. Da sind wir schon soweit fertig. Und das kommt jetzt alles in unsere Backform rein. So, die Backform, die habe ich ein bisschen gebuttert an der Seite und habe dann noch so ein Backpapier drin und den Teig geben wir jetzt hier mal drauf. Und der riecht schon so lecker. Und ich habe hier im Haus hier ein paar Leckermolcher. Die stehen ja schon da und warten jetzt schon drauf. Aber der geht auch unheimlich schnell. Ist unheimlich schnell zu machen und super leicht. Aber der Kaffeeknaller. So, das tun wir schön verstreichen gleichmäßig. Sechsundzwanziger Springform soll schön gleichmäßig verteilt sein. So, nun ist jetzt auch gleich schon fertig. Wir rühren jetzt unser Eiweiß. Wie gesagt, die genaue Zutaten in der Infobox. Die Mengeangabe, Gewichtsangabe. So, schon geht's los. Wenn das dann so ein bisschen steif wird, dann lassen wir langsam noch unseren Zucker reinrieseln. Haben wir eine Stufe höher gegangen, ich bin jetzt auf Stufe 2. Schön cremig lage. Jetzt kommen unsere gemahlenen Haselnüsse dazu. Und die werden jetzt nur ein bisschen untergerührt und dann ist es auch schon fertig für eine Backofen. Wie gesagt, ganz schnell gemacht, wie immer, und hammerlecker. Jetzt sind wir jetzt gerade auf Stufe 1, tun wir das schön unterrühren. So, das ist dann auch schon fertig. So, unsere schöne Masse geben wir jetzt hier drauf. So, zwischenzeitlich können wir schon Backofen vorheizen. Das tun wir wieder verstreichen. Das ist jetzt schon, Hammer. Unser Backofen ist soweit vorgeheizt und jetzt können wir schon unser feiner Kuchen hier reingeben. Umluft und 45 Minuten bei 180 Grad. Das ist alles. So schnell geht das. So, ich habe jetzt noch 250 Gramm Kuchenglasur. Das kommt jetzt in den Thermomix und das tun wir dann erwärmen. Das könnt ihr auch dann im Topf warm machen, ganz egal.
bisschen auf Turbostufe. Und dann auf Stufe 3 mit 37 Grad flüssig mache. So, so sieht das gute Stück schon aus. Der hat jetzt ganz genau gebraucht 30 Minuten mit 180 Grad Ober- und Unterhitze. So, schaut's euch an. So klasse sieht er schon aus. Der duftet richtig lecker. Und wie gesagt, der muss jetzt abkühlen. Dann kommt unsere Glasur drauf. Dann nochmal ein bisschen abkühlen und dann ist er fertig. So, meine Leckermäulchen, die warten schon auf den Kuchen. Lecker, lecker, lecker. So, jetzt drehen wir das gute Stück mal rum. So, das müssen wir ja noch runterholen. Wie gesagt, ich habe da ein bisschen Backpapier benutzt. Schaut mal her, Leute. So, wenn das Teil dann abgekühlt ist, kommt hier oben drauf diese Schokoglasur. Dann ist es soweit schon fertig. So schnell habt ihr einen ganz leckeren Kuchen. So, schön verteile. Gleichmäßig. Das ist wunderbar. Einfach nur noch ein bisschen abkühlen lassen. Und genieße. So, morgen. Unser leckerer Schokoladekuchen, der ist nun fertig. Und da möchten wir den auch mal anschneiden. So sieht unser Umkehrkuchen aus. Ich hätte mir keine ein bisschen besser anschneiden. Das ist nicht so schön geworden, aber ansonsten finde ich ihn klasse. Probiert es einfach mal aus. Und ich sage dann mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marius Channel. Ciao, ciao.